50 Tage, 50 Videos, immer um 15 Uhr, das ist mein 50.000 Abonnenten Special und heute die Top 5 BMW Motorrad Umbauten, das und mehr nach dem Intro. Wir waren für euch in Garmisch bei den BMW Motorrad Days und was gibt es dort? Richtig krasse, richtig viele BMW Umbauten und wir haben uns alle angesehen und für euch die besten und coolsten und spannendsten 5 rausgesucht. Vom feuerspeienden Drachen bis zum Möbelstück. All das in diesem Video. Los geht's! Unser erster Umbau ist auf Basis einer Vorserien 850 gemacht. Das Motorrad fährt ganz normal und es wird auch in einem Renneinsatz verwendet. Zum Beispiel am Glemseck und bei einer anderen Flattrackbahn wird das Motorrad eingesetzt. Interessant ist, dass das Motorrad an das 100-jährige Jubiläum von der Designbude Bauhaus angelehnt wurde. Und man sieht ja hier auch, das ist ein Stahlrohrrahmen. Fantastischer Umbau, reduziert aufs Minimum. Motorrad, was seinesgleichen sucht. Und wie auch bei allen Umbauten, die wir heute filmen, sind diese fahrbar. Und der wird eben auch vom Designer selbst gefahren. Ich hole mir kurz mal zu her. Darfst gerne herkommen kurz. 7 Monate hat es gedauert, um das Traumstück zu bauen. Was war dein Hauptgedanke, oder was, du wolltest ja, Bauhaus hat ja früher Möbel gemacht und hat jetzt, du baust wieder zurück. Na, die Nummer ist einfach, ich möchte hier jemand ehren, ja, einen Designer vom Bauhaus, ja, und dann guckt man natürlich, was macht der Designer aus dem Bauhaus, was hat er gemacht, weil ich muss ja auf ihn verweisen, entweder namentlich oder bildlich, in dem Fall bildlich. Wenn du hier die Silhouette nimmst, dann ist das der Chair, der Lounge Chair von Marcel Breuer. Dazu gibt es dann auch einen Bezug, der ein bisschen aussieht wie das Barcelona-Sofa. Die Radien sind verwendet von Armlehnen, auch von bekannten Stühlen. Sehr reduziert alles, sehr in Anführungszeichen unfarbig gehalten. Also in Materialien, Stahlrohrmöbel waren in Chrom. Sehr viel dunkles Material verwendet worden. So, nächster Umbau, departed, abgefahren, um es genauer zu sagen, oder auf Deutsch. Das Interessante hier bei dem Motorrad ist, dass dieser Motor von einem gezeigten Prototypen vorab released wurde. BMW hat nicht groß gesagt oder kommuniziert zu uns, dass sie da einen Prototypenmotor einbauen und dieser Motor wurde dann von japanischen Customizern in dieses Motorrad gezaubert. Hinten, normalerweise verkleidet man einen großen Motor. Hier spezieller Fokus auf dem Motor, hinten große Räder, vorne große Räder, Fokus voll auf den Motor gelegt und der Umbau hier ist sogar schon preisgekrönt. Aber ich hätte gesagt, ich hole mir auch hier wieder einen Experten, der uns mehr dazu erzählen kann. Das Motorrad, wunderschön und du bist ja ein Fanat, was Umbauten angeht. Und jetzt erzähl uns, warum das so geil ist. Ja, also wir haben, es sind zwei Faktoren. Erstens mal, das Ergebnis ist nicht nur für uns richtig geil geworden, sondern der hat ja gleich auf der Muna Show in Yokohama den Best-of-Show-Preis erhalten. Das heißt also, für uns einer der renommiertesten Custom-Märkte in Japan hat gleich gesagt, das ist das geilste Bike dieser Show und dort sind sehr, sehr viele sehr gute Umbauten gewesen. Und wir fanden es deswegen spannend, weil wir den armen Kollegen von Zon das Bike, den Motor, erst Anfang August geben konnten und die mussten dann konnten erst Anfang September mit dem Umbau beginnen. Das hatte den Vorteil, den Nachteil, dass sie 3 Monate wieder durchgearbeitet haben ohne Schlaf und haben das Bike aufgebaut. Super, 3 Monate ohne Schlaf, ohne alles und dann so ein Produkt, das ist schon eine fantastische Wucht. Fährt dieser Umbau auch? Der fährt auch, der war zur Show noch nicht ganz perfekt abgestimmt, ist nur leicht gefahren sozusagen und danach haben sie noch mal etwas Feintuning an die Hand gelegt, der fährt und da gibt es auch ein Fahrvideo und haben wir schon Aufnahmen gemacht und wahrscheinlich werden wir ihn demnächst auch in einem Sprintrennen einsetzen. R90-Umbau, wieder mal BMW hat eine Basis hingestellt, auf der man aufbauen kann und einfach ein fantastisches Konzept draus machen kann. Hier hat die Auto Fabrica gezeigt, was sie drauf haben und was für ein cooles Design das auch geworden ist. Ich hole mal wieder einen Experten, der uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Wir sind beim nächsten Umbau und du hast gesagt, das ist etwas sehr Besonderes. Warum ist es so besonders? Ja, das ist eins unserer Soulfuel-Projekte, die wir seit Jahren mit ausgewählten Customizern machen. Und wir haben die Jungs von Auto Fabrica schon immer bewundert. Die machen sensationelle Entwürfe und haben da in der letzten Zeit einen wirklich, wirklich tollen Job gemacht. Und da haben wir gesagt, hättet ihr Lust, mit uns ein Bike zu bauen? Und das ist das Ergebnis. Sie haben mir die Entwürfe gezeigt und es war echt atemberaubend, denn die Jungs sind definitiv absolut professionelle Designer und können ihren Job wirklich aus dem FF.
und haben dann das Bike sehr, sehr in die moderne Richtung, mehr in Richtung Fighter, in Richtung Stealth gebaut und so weiter. Und das hat uns extrem gut gefallen. Mal einen progressiven neuen Entwurf. So, ich bin hier bei VTR Customs und neben mir steht die Bettis. Das ist ein Motorrad, das an ein anderes Motorrad als Hommage angelehnt wurde. Bauzeit waren hier circa 3 Monate. Das Spannende hier, das Fahrzeug kann sogar auf Schweizer Straßen komplett legal fahren. Der Rahmen wurde speziell gepulvert, weil das Motorrad, was sie davor hatten, oder das an das angelehnt ist, hatte einen Nickelrahmen und das darf man straßenlegal nicht machen. Deswegen haben sie das gepulvert als Hommage. Überall dieses Aluminium, das sieht einfach bombastisch aus und das Coole ist, das Motorrad fährt. Und ich hole mir auch hier wieder einen Experten. Wie schaut's aus? Was habt ihr da besonders drauf geachtet? Wir haben drauf geschaut, dass wir die klar erkennbar die Linie von der alten Metis hatten aus den 60er, 70er Jahren. Modernes Motorrad aber darunter, 90 Scrambler und so die Symbiose gesucht. Aber jeder, der Metis kennt, erkennt sofort, was die Hommage sein soll. Und zuletzt hatten wir lange an der Farbe getüftelt. Auf der Hand lag eigentlich dieses British Racing Green, die meisten damals waren grün oder hässliches Orange. Und dann haben wir gesagt, das ist zu offensichtlich und haben sehr lange an der Farbe, ich nenne es ein dreckiges Babyblau mit Gold und Aluminium. Und das ist, kommt da sehr gut an und dem Kunden gefällt es außerordentlich gut. Kann man das Motorrad bei euch so in dieser Form auch bestellen oder so ähnlich oder ist das ein Einzelstück? Es ist eine Kundenphilosophie, wir bauen One-Offs, es gibt keine Kopien von keinem Motorrad. Wir können ähnliche Stile oder ähnliche Elemente bauen, aber wenn jetzt einer kommt, ich will genau das in grün, das bauen wir nicht mehr. Und ist das dein Herzensprojekt gewesen? Bist du da so dieser Fan? Oder wie kommt das zustande? Wir sind Kinder der 80er Jahre, also selber Motorradmechaniker gewesen, selber Motocross-Rennen gefahren, Formel 1 80er Jahre, all die Historie. Da haben wir sehr viel in unseren Köpfen, was uns inspiriert, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Ich selber war Motorradmechaniker-Lehrling beim Schweizer Importeur von Metis Chassis und deshalb weiß ich haargenau, wie das ausgesehen hat. Jetzt sind wir bei dem Motorrad gelandet, wo Lachgas dazugehört. Und weil das so besondere Motorräder sind, hole ich mir sofort einen Experten dazu. Hier ist ja fast kein Stein mehr auf den anderen geblieben. Was ist da alles gemacht? Und wo fahren die vor allem noch? Ja. Also das sind zwei Bikes, die wir in der Factory Class bei den Saltons of Sprint antreten lassen für BMW. Und zwar haben wir einmal die Spitfire, das ist in seiner Ursprungsform mal eine R1200R, wassergekühlter Boxer gewesen. Hat jetzt mit Lachgas-Einspritzung um die 170 PS und wird von Amelie Moseder pilotiert. Und dort hat der VTR Customs sich was einfallen lassen. Die haben gesagt, das Ding soll aussehen wie ein altes Flugzeug. Also wie eine Spitfire, daran die Anlehnung und hat aber gleichzeitig auch eine Flammenmaschine eingebaut. Da kann man ein bisschen Kraftstoff in Ausbildung einspitzen und dann haut sie hinten eine riesen Flamme raus. Drum Spitfire. Damit fährt die Amelie bei den Saltons auf Sprint. Und das zweite Bike ist eine nagelneue R1250 RS gewesen mit Schaltautomat. Und da hat der Philipp Ludwig einen richtig, richtig geilen Umbau, ebenfalls für die Factory Class gemacht. Und die sind jetzt beide diese Saison schon gefahren. Und es war ein sensationelles Rennen. Und beide schon aufs Treppchen, so wie man auf dem Motorrad kennt. Richtig, hier der zweite Platz und hier der erste Platz. Amelie hat dann wirklich in ihren Läufen eine sensationelle Performance hingelegt und hat letztendlich im Finale nur gegen den Philipp Ludwig gewonnen, der auch bis im dritten Gang mit Wheelie gefahren ist. Also war wirklich ein sensationelles Rennen und die haben einen riesen Spaß gemacht. Und nebenbei hat die Amelie in den Vorläufen zum Finale auch noch den Randy Mimola versägt auf der Indien. Das hat uns natürlich sehr gefreut, weil das ist natürlich schon ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Und das war richtig klasse. So, jetzt wichtige Daten. Wie schnell sind wir und wie viel PS und wie viel Newtonmeter? Oh, die Newtonmeter muss ich passen. Bei der sind wir bei 170 PS mit Lachgaseinspritzung und hier bei knapp 165 PS mit Lachgaseinspritzung. Was wichtig ist, ist natürlich, dort ist eine vorgegebene Power-to-Weight-Ratio. Das heißt, wir können die Fahrzeuge nicht beliebig leistungstunen, auch nicht beliebig leicht machen. Das Verhältnis muss passen und die werden dann auf dem Leistungsprüfstand entsprechend gemessen und auch gewogen. Und das sind die Kriterien. Endgeschwindigkeit kann ich nicht sagen, weil wir natürlich nach der Achtelmeile das Gas wieder rausnehmen und es finden sich leider sehr wenige Strecken, wo man offen fahren kann. Salzwüste, Amerika. Das wäre natürlich eine Basis. Auf öffentlichen Straßen geht sowas natürlich überhaupt nicht. Aber es ist spektakulär und die Dinger sind richtig, richtig schnell. Man braucht keinen Special-Schlüssel. Es geht mit der Serienschlüssel auch noch. Jetzt hören wir uns das Teil mal richtig an.
egal, Leute. Das ist... Okay, Leute, was war das jetzt bitte? Holy crap, war das jetzt cool. Das verdient einen High Five. Geiles Projekt. Das waren meine Top 5 Umbauprojekte, die man herausheben muss. Wahnsinn, das Ding speit sogar Feuer. Spitfire, Lachgaseinspritzung, alles was man umbauen kann, grandios. Was haltet ihr von diesem neuen Format? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und welcher Umbau hat euch am besten gefallen? Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat.